Es ist nicht nur der Ehebruch, liebe Schwestern und Brüder, über den wir hier zu reden haben. Es ist nicht nur der Ehebruch, den David begeht. Wie das ja Nathan in seinem anschaulichen Gleichnis dem König eindringlich vor Augen führt. Es ist doch heute nicht nur der Ehebruch, über den wir diskutieren, sondern es ist, was dazu führt. Es sind das, was wir zunächst heute als sehr verständlich und menschlich beschreiben, und das ist es auch in einem ersten Schritt, Es ist die Lust, es sind die Triebe des Menschen und seine grundsätzliche Verführbarkeit. Das gilt ausnahmslos für alle Menschen. Aber es gilt auch im nächsten Schritt die Weisheit: Wer nicht Herr dieser Triebe ist, der macht sich zu ihrem Sklaven. Es ist die Frage, wer der Herr im Haus ist. Und David, auf der Höhe seiner Macht, er lässt einen Krieg führen und er gibt sich den Blicken einer badenden Frau hin. Und er kann sich nicht beherrschen. Sehr menschlich würden wir heute sagen: Naja, mein Gott, sollen wir jetzt mal nicht so ein Drama drum machen? Gott macht ein Drama drum, weil es deutlich ist, dass daraus nichts Gutes entstehen kann. Die gesamte geistliche Tradition weiß das zu berichten. Wer sich zum Sklaven der eigenen Lust und Triebe macht, dessen Leben läuft aus dem Ruder. Der kann nicht, wie bei David, König im Namen Gottes, König über Israel sein. Wie soll jemand einer Gemeinschaft vorstehen, der sich selber nicht vorstellt? Das ist eine grundsätzliche Logik. Wir merken, wie unsere Wertmaßstäbe, wenn wir diesen Fall anschauen, ganz verschoben sind. Und wie auch innerkirchlich das deshalb so viel Staub aufwirbelt, weil es hier um eine sehr grundsätzliche Fragestellung geht. Auch das kann man in den aktuellen Diskussionen immer wieder verfolgen. Wir sollten doch da als Kirche nicht so kleinlich sein. Es geht eigentlich um die Konzeption des Menschen. Wir dürfen das nie aus dem Auge verlieren. Es geht nicht nur um einen Ehebruch oder um diese oder jene Sünde. Gestern konnte man auch von einem Kirchenrechter lesen, die Kirche hätte jetzt lange genug über Betten und Schlafzimmer der Leute geherrscht. Welch ein Stumpfsinn. Darum geht es nicht. Es geht um das Selbstverständnis des Menschen, wie er leben kann und wie er gut leben kann. Und wenn er gut lebt, lebt er nach den Weisungen Gottes. Vielleicht haben wir vergessen, das in den letzten Jahrzehnten den Menschen zu sagen. Dann sollten wir aber uns an die Brust schlagen, wie das David hier tut. Der hat es direkt verstanden, was passiert ist. Das ist seine Größe, dass er bekennen kann, dass er nicht schön redet, nicht drumherum und sagt: Ach, ich war alkoholisch beeinflusst oder ich hatte einen ganz schwachen Tag. David erkennt seine Sünde und er bekennt sie ohne Umschweife sofort, weil er weiß, was die richtige Richtung ist, weil er weiß, wie Gott ihm von Anfang an hilft, durch seine Weisung und auch durch Nathan, durch einen Samuel, diese Richtung zu finden. Wenn wir heute hingehen und sagen, das ist alles gut gemeint, aber diese Richtung, die uns da vorgegeben wird, die müssten wir ein bisschen ändern, weil die Richtung uns nicht passt, dann ist etwas grundsätzlich falsch. Das führt zu nichts. Auch diese grundsätzliche Konzeption des Menschen, wie sie uns hier in der Heiligen Schrift Seite für Seite vorgestellt wird, weiß um die Schwäche des Menschen, weiß um seine Fehler, weiß um diese Stunden, die dann zu diesen Ergebnissen führen. Das weiß sie, das wird nicht verleugnet. Und sie projiziert nicht ein Idealbild vom Menschen, das immer fehlgeht, immer in die falsche Richtung führt. Aber sie will, dass der Mensch umkehrt, wieder die richtige Richtung nach den Geboten Gottes einschlägt. Das ist das Entscheidende. Und das können wir von David lernen.